So, ich befinde mich nämlich jetzt beim Aufgang. Unterhalb der Burg ist ein Parkplatz und eine Toilettenanlage. Es führt ein Weg nach oben, der ist nicht allzu steil. Man hat hier keine großartigen Fußmärsche hinzulegen, bis man nämlich auf der Burgruine angekommen ist. Und da sieht man auch schon, es gibt schöne Tafeln, Infotafeln, wo man sich über die Geschichte der Burg informieren kann. Und man sieht gleich hier einen der Turmstümpfe, die übrig geblieben sind. Von der Burg an sich ist nicht allzu viel übrig, muss ich sagen. Es sind zwei Turmstümpfe vorhanden und ein bisschen Restmauer. Aber die Burg ist trotzdem sehenswert, denn wenn man in Bad Kissingen schon ist und das ganze Kissingen von oben betrachten möchte, bietet die Burg eine wunderbare Gelegenheit dazu. Wir haben hier mehrere Aussichtsplattformen. Ich bin jetzt praktisch auf der unteren. Und da könnt ihr euch nämlich Bad Kissingen von oben schon mal angucken. Da auch das Stadtteil Garitz. Aber wir machen uns nämlich zu einer anderen Aussichtsplattform. Eins davon ist der Turm hier. Und natürlich auch der andere, der geöffnet sein müsste. Die Burg an sich ist ziemlich bekannt durch seinen Bewohner, und zwar Otto von Bodenlauben. Er war ein Kreuzfahrer und ein Minnesänger. War eigentlich so ein typischer Ritter seiner Zeit. Er verkörperte die ritterlichen Ideale von damals sehr gut. Wie ich bereits erwähnt habe, ist er ins Heilige Land gezogen, hat sich einen Kreuzzug angeschlossen. Er war ein Henneberger. Und im Heiligen Land scheint er eine ziemlich große Karriere gemacht zu haben. Denn er heiratete auch eine Frau, die eigentlich den König von Jerusalem versprochen wurde. Und dafür, dass die Ehe nicht vollzogen wurde, sondern er sich die Beatrix von Kottnerei praktisch schnappte, da muss schon ziemlich Einfluss dahinter gestanden haben. Und so wie es überliefert ist, haben sich die beiden auch sehr geliebt. Also es war ziemlich keine arrangierte Hochzeit, was damals auch so üblich war, sondern da war wirklich Liebe im Spiel. Und man musste natürlich auch ziemlich gute Beziehungen haben, um ja überhaupt so eine, ich sag's mal, Vermählung bzw. Hochzeit oder überhaupt die Umstände so zu deichseln, dass eine versprochene Ehe, die eigentlich ja mit einem Höhergestellten wäre, doch irgendwie abzusagen und mit einem normalen Grafen, sage ich mal, durchzuführen. Denn wenn man die Wahl hat, einen König von und einen Grafen von, dann wäre eigentlich damals in der Zeit schon eher der König zu bevorzugen, von Elternhaus her. Aber wie gesagt, wenn Liebe mitspielt und wenn die Beziehungen da sind, ist doch einiges möglich. Die Burg hier in Kissingen, die hat natürlich auch ihre eigene Sage. Und alle 2 Jahre gibt es einen Mittelaltermarkt, der aber nicht so üblich ist mit dieser Mittelalter-Rockmusik, sondern er ist sehr auf einem gehobenen Niveau. Also statt Mittelalter-Rock gibt es hier auch Minnesang mit Deutschlands besten Minnesänger Knut Zeckel. Er verkörpert auch den Otto von Bodenlauben. Nachdem
der Vorstandsvorsitzende von Heimatverein Reiterswiesen seinen Schauspielerposten abgegeben hat. Ja, es gibt an diesen zwei Tagen, alle zwei Jahre, wo der Markt stattfindet, auch Ritterkämpfe, Bogenschießen, Kinderunterhaltung, was man halt vom Markt kennt. Das Einzige ist, hier gibt es ein bisschen weniger Händler, denn der Platz auf der Burg gibt es eigentlich nicht her, dass hier ziemlich viel aufgebaut wird. Dafür gibt es etwas, was selten zu sehen gibt, und zwar ein Burgtheater. Das ist nämlich ausgezeichnet. Es wird schon seit etlichen Jahren durchgeführt. Es ist zwar immer dasselbe Stück, aber in Perfektion gespielt. So, wir machen uns jetzt mal in einen der Türme mal hinein. Das ist der einzige begehbare. Der Heimatverein Botenlauben sorgt aber auch dafür, dass hier immer wieder restauriert wird und so Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Zu der Geschichte der Burg an sich, so erbaut im Jahre, eigentlich im 12. Jahrhundert, aber die Burg wurde ausgebaut, nachdem Otto von Botenlauben aus dem Heiligen Land zurückkam. Und er war nicht nur ein Paraderitter, sondern auch guter Geschäftsmann. Er sah vielleicht schon der Untergang der christlichen Ritter im Heiligen Land voraus. Auf jeden Fall verkaufte er seine ganzen Ländereien, die er da drüben hatte, auch durch die Heirat mit der Beatrix, kam da nämlich noch einiges mit dazu. Und ja, und kam eigentlich als Multimillionär zurück nach Kissingen, beziehungsweise auf seine Burg Botenlauben. Er nannte sich dann auch Otto von Botenlauben und baute diese Burg unheimlich aus. Hier seht ihr auch einen wunderschönen Blick auf Kissingen. Da unten ist nämlich, das sind die Kuranlagen. Unterhalb von uns jetzt das Krankenhaus, Stadtteil Garitz. Man kann von hier aus, man hat einen Kontakt nämlich zu der weiteren Burg, und zwar die Burg Trimberg. Ich werde mal versuchen mal zu zoomen. Vielleicht kann man nämlich den Bergfried dann erkennen. Ja, da ist er ja auch. Da seht ihr nämlich am Trimberg die Trimburg. Die ist nämlich in Elfershausen und wäre vielleicht auch mal ein Ausflugsziel. Allerdings ist sie nur am Wochenende geöffnet. Und da ich jetzt unter der Woche in Kissingen bin, wird sich nicht lohnen hinzufahren. Ja, wie gesagt, das sind nur Stümpfe von den Türmen vorhanden. Und die Burg bietet eigentlich bis auf ein paar Mauerreste nicht mehr viel. Aber die Aussicht auf Bad Kissingen in der Umgebung ist wirklich hervorragend und deswegen auch als Ausflugsziel zu empfehlen. Wieso es überhaupt nur so Stümpfe und ein paar Mauerreste übrig geblieben sind? Ja, das geht auf den Bauernkrieg zurück. Im Jahr 1525 gab es den Baueraufstand und die Burg wurde dabei eingenommen und zerstört. Dazu gibt es nämlich auch eine wunderbare Geschichte, eine Sage. Die erzähle ich euch mal ganz kurz, wenn wir wieder draußen sind. Aber jetzt könnt ihr euch noch mal kurz hier im Turm umgucken. Das war schon ein ganz, ganz gewaltiger Bau. Ihr seht, der Durchmesser ist schon beachtlich. Es wurde jetzt halt eine Stahlkonstruktion eingezogen, damit die Plattform überhaupt begehbar ist und eigentlich stabil ist. Früher gab es hier eine Holzplattform und die musste immer aufwendig saniert werden.
Das ist natürlich halt für die Touristik jetzt ein bisschen besser, wenn es eine dauerhafte, stabile Plattform gibt einfach. Ja, hier ist auch wieder schön zu sehen. Wir haben die Treppen zur Burg, zum Burgberg Fried, meine ich. Die sind so angelegt, dass man praktisch seine rechte Hand, die Schwerthand, ja, immer an der Mauer führt. Also ist es für einen Verteidiger leichter von oben, ja, zuzuschlagen, und ein Angreifer, der nach oben laufen müsste, der hat es natürlich viel schwerer, denn ihm behindert einfach die rechte Wand. Da ist nämlich der Winkel zu arg, und da kann man eigentlich ja, kaum kämpferisch tätig werden. Das ist mal so eine kleine Besonderheit, wieso die Treppen immer so gewunden gebaut wurden und nicht andersrum. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Und während ich hier ein bisschen rumlaufe, wenn ihr euch das Ganze angucken könnt, erzähle ich euch nochmal die Sage. Und zwar 1525 standen die Bauern hier vor der Burg. Sie haben sie praktisch kurz belagert. Das war nämlich der Aurer Haufen. Und sie hatten eine Vereinbarung mit dem Koch der Burg. Er sollte ihnen nämlich nachts die Tore öffnen, damit sie stürmen können. Der Sage nach ist es auch passiert. Der Koch ließ sie rein, aber statt seine Belohnung anschließend zu erhalten, nachdem die Bauern die Burg gebrandschatzt und ja, verwüstet zurückgelassen haben, haben sie den Koch einfach umgebracht. Der Sage nach ist gleich am nächsten Tag ein Geist des Kochs auf der Burg aufgetaucht, hat mit seinem Hackmesser auf das Hackbrett geschlagen und laut "Verzeiht" gerufen. Und die Bewohner von Reiterswiesen können eigentlich bis heute bestätigen, dass in vielen Nächten, vor allem stürmischen Nächten, sie diese Geräusche wahrnehmen und den Koch laut um Verzeihung rufen hören. Also ihr seht, seit dem 16. Jahrhundert bis heute gibt es Beweise mit Gänsefüßchen und Augenzeugen, beziehungsweise Leute, die diesen Ruf hören. Den Geist hat bis heute noch niemand gesehen. Der scheint immer schnell zu verschwinden, bevor in einer ja zu Gesicht kriegt. Aber es ist eine schöne Sage, es soll die Kissinger daran erinnern, dass sich Verrat niemals lohnt. Ah, wir kommen jetzt nämlich hier zum Zwottenturmstumpf. Ich möchte eigentlich zu der Geschichte gar nicht mal weiter erzählen. Vielleicht, wenn ihr mal oben seid, guckt ihr euch mal die Tafeln an. Da möchte ich euch dazu anregen, dass ihr euch da ein bisschen reinlest. Das ist nämlich eine spannende Geschichte. Aber zu der Person Otto von Bottenlaum, beziehungsweise zu seiner Frau Beatrix. Beatrix ist nämlich ja, eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. Sie ist nämlich die erste Frau, die auf eine Münze geprägt wurde. Otto ließ Münzgeld erstellen, wo wirklich das Antlitz von Beatrix zu sehen ist. Und ja, das war eine Besonderheit damals, denn das war eigentlich nicht üblich, dass Frauen irgendwo auf eine Münze auftauchen würden. Da muss man schon sehen, dass der entweder sehr liberal war. Ja gut, ich meine, im Heiligen Land herrschte andere Verhältnisse als hier in Europa damals. Oder einfach, er war trunken vor Liebe, würde ich mal sagen. Ja, aus den Steinen der Burg wurden viele Ställe, viele Häuser hier außenrum gebaut. Denn im 18. Jahr, na, 19. Jahrhundert wurde es erst dieser, ja, Steinbruch, sage ich mal, gestoppt. Da gab es sogar eine Wache, die aufgepasst hat, dass
keine Steine hier mehr entnommen werden, aber es war schon damals zu spät. Ja, ihr seht, der Blick auf Gissingen ist wirklich hervorragend von hier. So, wenn ihr mal in Gissingen seid, ist es wirklich ein sehenswerter Ort. Es ist schön ruhig hier, man hat eine tolle Aussicht und vor allem im Sommer, die Steine, die wärmen sich ja durch die Sommersonne auf und am Abend kann man von hier aus einen schönen Sonnenuntergang sehen, der ist ungefähr in dieser Richtung. Man hat bis zum Schluss noch hier Sonne und die warmen Steine, auf die man sich halt hinsetzen kann, die sorgen für ein wohliges Gefühl. Also wenn ihr mal in Gissingen seid, schaut mal hier vorbei, guckt es euch an und vor allem empfehle ich euch das Burgfest. Wenn das stattfindet, das ist alle 2 Jahre, immer am 3. Septemberwochenende, kommt vorbei, schaut es euch an, es ist wirklich ein tolles Fest. Ja, wir sehen uns beim nächsten Ausflug, mal gucken, wo es mich hinschlägt. Beziehungsweise verschlägt. Diese Versprecher. Aber wie gesagt, ich mag die Videos immer live, immer aus dem Kopf heraus. Ich sag, was ich denke, was ich so weiß. Und versuche nirgendwo abzulesen. Beziehungsweise ich lese nie ab. Und das merkt man, denke ich mal, in meinen Videos. So, dann macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.